Hallo! Das heutige Mini-Bot besteht wie immer aus drei Teilen. Wir haben Warm-Up, Workout und Cooldown. Warm-Up werden zwei Runden, 20 Jumping Jacks, 20 Dynamic Downward Dog und 20 Pike Heel Taps. Jumping Jacks, Arme schön gestreckt lassen. Das ist eine Wiederholung. Danach geht ihr in die Peak-Position. Das heißt, ihr schiebt den Kopf zwischen den Schultern durch und zieht abwechselnd die Ferse zum Boden. Das Ganze 10-mal pro Seite. Danach bleibt ihr in dieser Position und 10-mal pro Seite mit den Händen die gegenüberliegende Ferse berühren. Wie gesagt, davon zwei Runden. Dann im Workout haben wir einen 10-Minuten M-Rap. Ihr habt 5 Side Plank Rotations auf der einen Seite, danach 10 V-Ups oder Tuck-Ups, 5 Side Plank Rotations auf der anderen Seite und 10 Reverse Burpees. Bei den Side Plank Rotations, egal auf welcher Seite, darauf achten, Ellenbogen ist schön unter der Schulter. Ihr habt hier einen schönen stabilen Rumpf. Der Arm geht hoch zur Decke. Ihr dreht euch nach unten, bis die Unterarme parallel sind und zieht euch wieder nach oben auf. Achtet aber darauf, dass ihr mit dem Hintern nicht so weit nach hinten ausweicht, sondern eine schöne stabile Körperlinie habt. 5 auf der einen Seite. Danach folgen entweder 5 Tuck-Ups, wenn mit gestreckten Beinen zu schwer sein sollte. Das heißt, ihr macht euch einmal lang in die holle Position, unteren Rücken am Boden, Knie zur Brust ran, Fersen berühren, wieder lang machen oder ihr macht das Ganze im V-Up, das heißt Beine schön gestreckt lassen, zusammen in Klappmesse. Danach 5 Side Plank Rotations auf der anderen Seite, gefolgt von 10 Reverse Burpees. Aus dem Stand nach hinten, Schwung mit hin. Und aufstehen, das ist eine Wiederholung. Cooldown machen wir dann für die Schultern, 3 Minuten Child's Pose. Das heißt, ihr geht auf die Knie, schiebt die Hände so weit es geht nach vorne, zieht den Brustkorb Richtung Boden, schnauft tief durch die Nase ein und aus. Das Ganze für 3 Minuten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bleibt so gesund, passt auf euch auf und hoffentlich bis ganz, ganz bald.